Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Star Wars Jedi The Fallen Order. Schau mal, Halbhölle, die gefällt mir, die Tumor. Ausrüsten. Stygium Prime. Oh ja, das ist, ich glaube, das Vorbesteller-Ding. Ja, Leute, was ist hier los? Wir sind immer noch hier in diesem wunderschönen Tempel der Sevo. Und beim letzten Mal haben wir uns hier leider in eine Falle befunden. Ne? Aber glücklicherweise haben wir die Macht wiedergefunden, zu ziehen, Magnete zu nutzen. Wir haben uns wieder hier an Yarrow Pals Weisheiten erinnert und glücklicherweise war das nicht unser Ende, sondern nur der Weg, um uns hier weiterzuführen. Die gute Inquisitorin hat ja hier schon das Artefakt gestohlen, sagt sie uns immer hier, während wir hier immer noch mehr oder weniger rumlaufen. Und beim letzten Mal hat sie versucht, uns hier zu eliminieren, hat aber nicht geklappt. So, Magnet, sage ich bloß. Gut. Oh. So sieht's nämlich aus, Mann. Okay, sehr cool, Mann. Mir gefallen immer diese Flashbacks. Wolltest du das nicht? Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Hebe den Turm von Mictul an. Okay, gut. Das heißt, mit unserer Fähigkeit sollten wir jetzt hier zurückgehen können. Wir haben übrigens den Fight so schön gelöst wie noch nie ein Fight. Einfach alle über die Kante schmeißen. Also besonders diesen Jedi-Jäger. Danke. Na gut, jetzt habe ich keine Macht mehr. Ach, wisst ihr was? So, ja, okay, wir können, hätten jetzt die Roboter hier schmeißen können, aber das habe ich natürlich. Nicht schön hinbekommen. Warte mal. Und. Bam. Gut. Wieso ist da jetzt so ein Wächter? Vorher war da kein Wächter. Komm. Ich dachte, jetzt tritt er nochmal drauf. So, jetzt habe ich endlich die halbe Technik rausgefunden, um diesen blöden Stamp auszuweiten. Weil ich kann zwar im perfekten Moment jumpen, aber das ist echt schwer, besonders wenn ich wieder versuche anzugreifen. Wartet. Ich wusste es doch. Da macht man das nämlich mit Stil. Man muss nämlich im richtigen Moment ausweichen und dann muss man hüpfen. Aber also genau in der Reihenfolge, das ist die beste Methode in meinen Augen, um da auszuweichen. Was sag ich da? Hey. Sag gerade aus, was könnte ich damit interagieren? Ne, nicht weghauen, runter. Achso, und das muss ich jetzt wahrscheinlich da festmachen. Oh. Gut, Stöpsel rein, liebe Leute. Komm. Ja, soll ich einen anderen abknallen lassen. Nerven mich hier. Oh nö. Und jetzt habe ich keine Macht. Ja, toll. Nein, ich weich aus. Ich weich doch aus. Ich bin sowas ausgewichen, Mann. Und das stört immer dieses Scheißspiel nicht. Jetzt komm, hör halt mal auf, Mann. Visier den Typ, Mann.
Geh halt einfach kaputt, Roboter, wenn du eh nicht funktionierst, Mann. Ich zieh den jetzt 10-mal schon dran. Er hat zu viel Angst. Dranbleiben. Und ist aber nie eine Reaktion. Oh ja, kämpfe! Reaktion von dem? Ich hab ihn. Ihm nach. Jetzt. Wieso ich überhaupt angreife? Ich weiß es eh nicht. Sieh zu, wie er sich selbst repariert. Gib dir mehr Mühe. Hör auf auszuweichen und kämpfe. Was ist? Was ist? Fall runter in deinen Tod, Mann. Das macht so keinen Bock in diese Scheiße, das mit dem Schmeißen, Mann. Das ist so behindert, Mann, weil ich muss ja die erst anvisieren dafür, dass ich irgendwie die Hoffnung habe, das zu erwischen. Und ganz ehrlich, das war jetzt natürlich so gedacht, dass ich das jetzt immer trainiere, aber ganz ehrlich, das ist schwerer, als wenn ich einfach so auf die Gegner gehe. Aber es ist immer noch nicht so schwer, wie einfach über irgendwelche Abgründe zu hüpfen, Mann. Komm. So. Wenn man jeden Jump so hart verkacken kann. Achso. Kann er nicht? Okay, holt ihn euch! Ich hab dir gerade das Leben gerettet, das weißt du. Aber gut. Wenn du nicht will, mir ist es zu wurscht. Wenn du nicht willst, dann nicht. Hier begrabenen Weißen. Damals wurde das als wertvoll angesehen. Tja, jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt reingehe, habe ich natürlich das Monster und noch die ganzen... Die Monster hier. Das Monster gegen mich, ja, okay. Kannst du den mal anvisieren? Ich drück dreimal hier drauf. Wieso ich blocken drücke, ich weiß es immer nicht. Okay. Dabei sind die echt schwach, wenn ich es mal jetzt anmerken darf, Mann. Sind wirklich nicht so schwer. Aber irgendwie, nein, läuft halt einfach nicht. So, die da oben ballern auch. Ich weiß eigentlich gar nicht, auf was oder auf wen. Aber das ist mir auch wurscht. Das ist ein schöner Raum. Kann ich hier irgendwie raus? Bin ich jetzt hier gefahren? Was ist dieser Raum? Mich würde echt interessieren, auf was die ballern da oben. Nun gut, wir lassen den einfach hier der Abenteuer hier machen. Jetzt muss ich mal schauen, wo bin ich denn hier genau? Also ich muss hoch, ich weiß, das weiß ich auch. Wir waren doch auch vorher in dem Raum, sind wir nicht auch von da gekommen? Eigentlich schon, da? Ah, kann ich da hochhüpfen, oder? Jetzt ist alles anders, liebe Leute. Ich möchte jetzt nicht wieder zurücklabbeln, aber ich bin mir sicher, dass ich genau das jetzt mache hier. So ganz die Orientierung habe ich jetzt nicht. Ich muss doch einfach nur da hoch, aber ich komme da irgendwie nicht hoch. Super. Da und dann geht's dahinter. Und da möchte ich natürlich nicht hin. Jetzt mal auf ganz blöd, Leute. Wir sind doch hier vorher hochgekommen. Da waren wir ja auch in diesem Scheißraum und dann gab es einen Weg und den bin ich lang gegangen. Und da ging es weiter. Ich finde die Tür irgendwie nicht. Oder war das doch hier? Bringt mich gerade echt hier zur Verzweiflung, Mann. Weil da sind wir alle auch rumgelaufen, dann gab es da nichts. Ja, ach, da gibt es zwei Türen. Okay, gut. Ah, das ist mein Fehler, genau. Durch die sind wir jetzt gerade gekommen und das war die... da sind wir gerade durchgekommen. Wenn die auch nebeneinander sein müssen. Was meint ihr, was das war? Da ist der Jedi. Er blockt. Du hast sie alle aufgeschaltet. So sieht's aus, Leute. Und jetzt bist du dran. Okay, aufgeräumt. So, wir müssen jetzt immer wieder einen Speierpunkt nehmen. Das bauen die zwar wieder nach, aber das interessiert mich nicht. Aber wir machen jetzt erstmal hier was ganz Schönes.
Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Gut. Darf ich weitermachen? Danke. Aber das wären... Ach, okay, ich dachte, da kommen eigentlich neue Skillboards dazu, aber das muss ja eigentlich lang dann. So. Ein mächtiger Schub, mit dem Kerl Gegnergruppen durch die Luft schleudern kann und große Gegner zu Boden schmeißen kann. Ist natürlich awesome. BD füllt deine Machtanzeige mit einem Stim-Behälter vollständig auf. Das ist auch geil. Durch Halten vom Magnet kann Kel die meisten Gegner ranziehen und halten. Größere Gegner werden dadurch rückwärts in Kels Richtung gezogen. Das ist cool. Maximale Macht erhöht sich. Das ist Standard. Es braucht inzwischen auch zwei Fähigkeitspunkte. Das wollte ich natürlich nicht. Was ist das? Lichtschwertwurf. Ich drücke mal Kreis. Dabei weiß ich doch, dass ich Viereck drücken muss. So, komm. Er ist natürlich awesome. Und dann habe ich ja weiter mein Lichtschwert nicht und das ist natürlich der. Erhöht die Reichweite von Kels Lichtschwert auf. Ja, da brauchen wir erstmal das Lichtschwert. Was haben wir hier noch? Das ist Gesundheit, das ist auch klar. Regeln zusammen, wenn es den Behälter macht. Das ist eigentlich sehr wichtig, aber ich will jetzt erstmal den über Kopf hüpfen. Der Rest ist mir jetzt erstmal wurscht. Das ist nämlich praktisch, dass wenn wir zack, dass wir gleich zwei Kombos mit unserem Dreieck-Schlag machen können, weil, wie gesagt, das ist halt doch immer, jeden größeren Gegner greifen wir immer auf dieselbe Art an. Immer ein bisschen aus der Fassung bringen und dann Dreieck, 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 Mann. Weil die ganzen Machtfähigkeiten sind zwar nett, aber bringt uns die auch nur gegen die. Oh, ein Ziegenmonster. Ratten. Und der Wächter. Ich verliere nicht die Konzentration, Jedi. Jetzt weiß ich, was die meinen mit... Sehr. Oh Leute, das ist ein sehr schöner Angriff hier gewesen. So, oh, das Zieglein. Alle Zieglein. Wieso ich überhaupt ausweiche? Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Alle meine Ausweichmoves bringen nichts. War ich hier vorhin nicht drin? Gehen wir, BD. Willst du mal reinsehen? Ja, sehen wir es uns an. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Da stimme ich aber zu. Mir gefällt es ja auch nicht unbedingt. So, wohin mit dem Drum? Eigentlich nicht hier. Wenn wir schon mal dabei sind, eigentlich schon mal ganz und gar nicht dahin. Da unten wird es wahrscheinlich. Jo, genau. Okay, jetzt... Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen, aber machen wir die mal an, die Macht. Obwohl, na, machen wir nicht an. Machen wir wieder aus. Ich habe nur gerade überlegt, dass das Seil nicht daran vorbeikommt, aber das wird schon gehen. Weil sollten wir nochmal in diesen blöden Tempel hier reingehen müssen, würden wir sonst gar nicht mal weiterkommen. Also. Komm her, Seil. So. Und jetzt? Das ist eine gute Frage. Und jetzt? Ist es jetzt gerissen? Nö. Okay. Ja, wir brauchen irgendwie diese Kugel, die da drinnen ist. Muss ich jetzt hier den ganzen Weg wieder hochlatschen? Wenn ja, blöd. Aber na. Logisch. Oder auch nicht. Nee. Das ist jetzt echt eine gute Frage, was wir jetzt machen müssen. Weil, okay, wir haben jetzt das hier angebunden. Das bringt uns so weit, dass ich denke mal, jetzt hier uns da oben ein neuer Weg frei gemacht wird. Also so ist das einfach nur ein Weg nach vorne. Was macht ja eigentlich so Geräusche? Was bringt uns das jetzt, wenn wir das hier jetzt da oben haben? Das ist mal anlegen. Ich meine, jetzt ist es ja oben. Okay, das ist schön und gut.
Nein. Was hast du jetzt gemacht? Danke. So. Ja, müssen wir da jetzt echt nochmal hoch, oder wie? Ich hoffe, der Wächter greift uns nicht an, aber der hat uns beim letzten Mal auch nicht angegriffen. Sehr gut. Ist übrigens ganz cool, wenn man den Kern da rauszieht aus ihrem Magen oder aus was auch immer. Das ist immer ganz cool. Okay, jetzt können wir da, das ist die Abkürzung, die wir gelegt haben. Und was bringt uns das jetzt? Das ist nur die goldene Frage. Weil ich meine, jetzt hängt es da oben, aber das ist jetzt auch nicht das... Ah, warte mal. Okay. Ja, und jetzt kommt der nächste Gedanke. Was können wir jetzt mit diesem schönen Seil hier machen? Kann ich da hochklettern? Nö, geht nicht. Also, ich habe jetzt... Ich kann jetzt dann da lang. Irgendwie muss ich... Ich denke, ich muss noch eine Ebene weiter nach oben. Das könnte sein. Warte mal. Aber da oben ist nichts mehr. Banken? Nur sie halten diese Kette zusammen. Habe ihn im Blick. Okay. Ich werde dich besiegen, Jedi. Kommt er da rein? Wenn ja, habe ich keine Lust. Ich schlag dir das Gesicht ein. Weil ich habe es ja schon gesehen. Okay, wir haben diese Ranken. Aber was bringt uns das jetzt genau, dass wir auf die... also, okay, wir jumpen auf diesen Ranken hin und her, da bin ich halt jetzt doof abgestürzt. Okay, das war meine Schuld. Aber es bringt uns ja nichts, weil, okay, wir hüpfen auf die andere Seite. Ja, schön und gut. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Ich seh's. Eine Kugel trat diese Laterne an. Das weiß ich doch alles, Mann. Ja, egal, ich muss mich nicht immer so, ich muss nicht zehnmal nach der Lösung fragen, wenn ich erstmal gar nicht so weit komme, dass, und die ganze Zeit runterfall. Soweit müssen wir eh gar nicht machen. Also, zack, nehmen wir die, jump mal runter und darüber. Komm. Leicht und akrobatisch. Finde ich schön, dass es in der, dass so eine kleine Sprunghilfe gibt. Funktioniert zwar nur manchmal, aber in Ordnung. Na gut, der ist wieder nachgespawnt. Leute, ich habe echt keine Ahnung. Wenn die Laterne runterfällt, bricht sie bestimmt auf. Banken? Nur sie halten diese Kette zusammen. Also, das wird da oben. Ich denke jetzt eigentlich. Warte mal, ich hüpfe das nochmal runter. Möglich. Eigentlich wäre jetzt mein Gedanke. Okay. Das? Ja! Okay, jetzt habe ich es verstanden. Brauch dich gar nicht, BD-1, Mann. Aha. Okay. Ich hab's verstanden. Also, okay, wir müssen die Ranken erstmal anzünden. Die Ranken sind natürlich nicht allzu leicht anzuzünden, weil es brennt. Komm, macht. Sei. Geh da rüber. Das ist alles so fies, Mann. Okay. Also, wir müssen die Ranke anzünden. Die Ranke ist umringt vom Wasser. Wenn ich jetzt... Verdammt. Okay, wartet mal. Aber wir haben es so halbwegs, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Keine Sorge, wir haben es gleich.
Warte nur noch 10 Minuten. Also, kappen wir nochmal das Seil. Geht das Wasser dann wieder weg? Zufälligerweise? Nö. Wäre jetzt noch eine Idee gewesen. Im Endeffekt haben wir sie. Wir müssen nur noch dieses, hier, die Ranke, anzünden und dann haben wir es. Vielleicht können wir den Klopskeil hochziehen. Aber wie schaffe ich das? Kann ich das von hier so rüberfeuern? Nö. Dieses Kackwasser. Also so. Okay, ich kann keine Objekte zweimal packen. Ich denke mir, das ist wahrscheinlich gerade viel zu schwer, Mann. Aber... Dankeschön. Ja, ist jetzt auch wurscht, Leute. Wir machen hier jetzt mal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal sind wir dann nochmal frisch und vital und dann... Ach so! Wir können doch einfach hier was nehmen. Nein, geht auch nicht. Schade. Schade, dass man auch das nur einmal packen kann, aber... Meine Ideen, die sind einfach mal zu konfus. Ich hätte es halt jetzt genommen, geworfen, gefangen und dann nochmal geschmissen, aber das mag das Spiel nicht. Nun gut, Leute, wir werden es beim nächsten Mal schon irgendwie raustüfteln. Bis dahin dann zumindest. Auf Wiedersehen.